Call of Duty Black Ops 4 Battle Royale Spielmelone Alcatraz 4er Portal. Und zwar wahrscheinlich auch die letzte Folge vorerst. Weil Testversion ist zu Ende und bis ich mir das irgendwann mal gekauft habe, sind Jahre vergangen, also ja. Erstmal hier alles. Ja, man kennt ihn, Newton. Falls meine Teammates mich hören, abonniert meinen Kanal, Fleisch okay und ja, mal gucken, ne? Oh ja, hier ist Action. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Ah, oh, Digga, er spielt eine MP. Ja gut, okay. Am Boden aber nicht raus. Und das ging letztes Mal, beziehungsweise in der gestrigen Runde nämlich nicht, weil ich nämlich über Leine war, aus welchem Grund noch immer. Hä? So, weißt du, das ist so eine Logik vom Spiel, wo ich mir denke, so, okay. Naja, immerhin eingefickt, wie es hier so schön heißt. So, haben wir hier noch ein bisschen Loot für mich oder? Ja, nicht so. Ja, ich glaube ja nicht so. Ein Rucksack. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Sprinte. Noch ein Rucksack. Okay. Immer einen Falkmarker verteilen. Sind nämlich deren Medipacks. Oh, da ist er gestorben. Na ja, super. Der Weed Lordy ist doch nicht down. Immerhin noch einen gekriegt. Huiuiui. Dafür, dass die letzte Folge ist, geht es ja gerade wieder richtig ab. Hier. Und Platz 10. Ja, okay. Und ich war 6 Minuten überlegt. Belastend. Egal, einfach rein da in die Olga, Junge. So muss das. Ich finde auch Alcatraz besser, auch mal ein bisschen mehr mit seinem Team spielen als hier auf Battle Royale. Wo man ja teilweise ignoriert wird, wenn man versucht zu helfen. Und ja. Egal, haben ein bisschen was weggerotzt. Ja, komm.
6-Minuten-Folge will ich nicht, nicht als letzte Folge, das ist nicht so sexy. Dann nehme ich gleich noch Punch Club auf, Folge für heute. Das wird eh nur wieder arbeiten sein, wie in der letzten Folge, wir brauchen Geld. Und dann erstmal hochladen, dann geht's in die Vorproduktion. Eigentlich wollte ich Samstag mit Eskimo produzieren, beziehungsweise Sonntag, also heute. Nur er hat keine Zeit gehabt und da dachte ich mir so, nö, heute mache ich auch mal einen entspannten. Also für die ganze Nacht gechillt, YouTube geschaut, dies, das und so. Und ja, gut. Oh, da. Oh, da. Ja. Was hast du bestellt? Okay. Ja. Ah, ich höre die gerade laut. Du, ich glaube, mich hören die nicht. Oder weiß ich gerade gar nicht, wie das PS4 wieder hier anstellt, weil die hat eh einen Macke mit dem Headset hier. Kommt eh bald Neues. Erstmal alles muten, man kennt ihn. Oh, und jetzt geht's. Einfach straight runter. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Wir sind natürlich wieder nicht in der Zone. Sprinte doch, du Scheiß, gehen wird. Ah, Digga. Egal, ein Kill, no? Das ist wieder ein Lachs. Vor, alle Mann in Sicherheit. Das ist mir doch Lachs. Hauptsache, ich konnte einen Kill machen. Vorratslieferung unterwegs. Mir wurde natürlich nichts übergelassen.
Obwohl er in der Zone war, verdammte Axt. Miese, Platz 11, was soll das? Ah, scheiß Pistol, Alter. Ja, ich hol bitte im Element irgendwie, weiß ich nicht. Ab 12 Uhr geht die Testversion wieder 24 Stunden mit dem Master. Ah, ist die Blatt. Ja, oh, haben wir gedicken Levelaufstieg, Junge. Stufenaufstieg, so, danke. Ja, komm, eine Runde schaffen wir noch. Das liebe ich ja noch an Alcatraz, du musst halt nicht 10 Kilometer lang latschen, bis du auf Feinkontakt triffst. Du hast immer direkt Action und so, das ist voll gut. Haben wir auch mit Kollegen gespielt, als sie hier waren, wo ich so wenig Zeit hatte zum Aufnehmen. Haben wir auch immer, nachdem man immer gestorben ist, direkt immer wechseln, das ging halt relativ fix. Ja. Ja, und dann dieses Thema, was ich irgendwie heute bei YouTube aufgeschnappt habe, ist schon, glaube ich, 3-4 Tage her oder so. Dieser komische Yo Olli, wo dann gesagt wird, dass er pädophil ist und hast nicht gesehen. Okay, ich habe mir das Video angeguckt von mit seinem neues Musikvideo, keine Ahnung, wie er sie liest. Das habe ich direkt ausgeblendet, Alter, weil, was er da produziert hat, weil davon abgesehen, ich kenne ihn nicht, das kommt noch dazu. Also ich habe mir auch ein paar Reacts angesehen und so. Also auch von mein Eindruck her von Alt, die er damit am Start hatte, würde ich auch sagen, die ist noch nicht volljährig. Aber da muss ich jetzt aber auch zu sagen, weiß ich, dass sie nicht volljährig ist? Habe ich den Ausweis gesehen? Kenne ich die Alte? Nein. Ja, aber trotzdem, so sieht halt danach aus, aber ich kenne ihn jetzt auch nicht so. Und ich will mich so den Leuten, von den Leuten, die das behaupten, beziehungsweise von den ganzen Reacts, mich nicht beeinflussen lassen. Aber trotzdem, wenn das der Fall sein sollte, dass sie minderjährig ist, dann Digga, ich schwöre, ich hoffe, die werden die Eier abgeschnitten, yo Olli, ja? Oh, toll, wenn er, ja, okay. Back halt rum. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Das ist einfach nur ein Gebäude. Ah, Digga, ich hab's doch gesagt. Ja, Digga. Da war die Gier nach Loot wieder schlimmer als. Ach, Eigensicherung, Digga. Vorratslieferung unterwegs. Ach, Digga, wie es gerade eine Waffe auf dem ist weggefickt, ist klar, Digga. Ja, du bist ein dreckiger Hurensohn, ganz ehrlich, Digga. Oh, Junge, ja, los, jetzt geh ficken los. Oh, nichts campen, ficken, oh, Bruder. Kreiskollaps in Sicherheit begeben. Digga. Wo ist die dreckige Fotze?
Oh, du Schwuchtel! Ja, Digga, nee, es ist hier eine bärliche Runde, ganz ehrlich. Oh, hab halt so alles, kann gar nichts machen gegen sowas, aber. Ach, Digga, ein ganzer Squad, ja, nee, ist klar. Was hat er denn schon, ey, Bruder? So, oh, geil, Junge. Ah, wird abgeschlachtet. Muss ich jetzt hier auf dem Dach verschwinden? So, Team, ich reiß das jetzt. Ah, Mist gewusst. Ja, jetzt hinter ihm. Moin, Digga. Aber ich hab ihn trotzdem noch. Ja, geh doch raus und fix ihn! Fix ihn! Nein! Er hätte direkt beim Healen wegnehmen müssen. Direkt. Bruder. Ach, Bruder. Komm schon, Digga. Was ist da los, Alter? Oh! Verdammte Axt, Alter. Scheiß Gepistel hier, ey. Ohne Witz. Scheiß auch mit dir, ob es noch kämpft oder nicht. Ist mir egal. Können nicht mehr lange aushalten. Oh, Aids. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Herr Fleisch.p auf YouTube, logischerweise, ne? Schaut die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. Und macht's sich gut, macht's besser. Ciao mit V.